Hi meine Lieben, heute zeige ich euch, wie man aus einer alten Jeans eine super süße Kinder- oder Babyhose näht. Dazu benötigen wir natürlich erstmal eine alte Jeanshose. Ich nehme hier diese. Diese lege ich mir wie folgt gefalten hin. Dann schaue ich, dass auch schön am Rand die Naht ist. Und dann nehme ich mir eine Hose in der Größe, wie ich auch die Jeans dann haben möchte. Auch diese falte ich wie folgt und lege mir diese so weit wie möglich auf der Jeanshose drauf, schön Umbruch auf Umbruch. Diese zeichne ich mir nun plus 2 cm Nahtzugabe ab und schneide diese aus. Auseinandergeklappt sieht das Ganze dann so aus und diese beiden Stoffstücke lege ich mir nun rechts auf rechts übereinander und schneide mir hier von oben ca. 2 cm bis zur Hälfte nach oben hinweg ab. Das ist nun die vordere Po-Seite und die hintere Po-Seite und diese beiden nähe ich mir nun einmal mit einem Fake-Overlock-Stich zusammen. Ihr könnt aber auch einen anderen dehnbaren Stich nehmen. Auseinandergeklappt sieht das Ganze dann so aus. Hier kann man jetzt ganz gut sehen, dass die Vorderseite etwas niedriger ist als die Hinterseite. Also die Po-Seite ist etwas länger, sagen wir es mal so. Und jetzt nähen wir uns den Schritt zusammen. Auch hier nehme ich wieder den Fake-Overlock-Stich. Zusammengenäht sieht das Ganze dann so aus. Und jetzt kann ich die Hose einmal umkrempeln. Und jetzt nehme ich mir ein Bündchen Stoff. Dieses sollte in der Breite der Bauchumfang mal 0,7 sein. In der Höhe nehme ich jetzt 15 cm. Wie folgt falten wir das Bündchen und nähen die offene Seite zusammen. Auch hier wieder mit einem dehnbaren Stich. Die Hose drehe ich mir dann einmal um mit der Po-Seite nach oben. Und dann falte ich mir wie folgt das Bündchen. Schön Naht auf Naht, dass die Naht innen verschwindet. Und krempel mir das Bündchen dann einmal über die Hose drüber und setze mir hier hinten Naht auf Naht einmal eine Stoffklammer. Dann drehe ich die Hose um und setze auch vorne einmal mittig eine Stoffklammer und dasselbe auch an den Seiten. Somit ist das hinterher leichter, schön gleichmäßig das Bündchen anzunähen. Dann nehme ich mir einmal die Arbeitsplatte ab. Stülpe mir die Hose einmal über die Arbeitsfläche und nähe einmal rund um das Bündchen dran. Hierbei müssen wir das Bündchen Stoff immer etwas ziehen. Die Stoffklammern erleichtern dabei, wie weit wir ziehen müssen. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt sind die Beinbündchen dran. Hier nehme ich einfach ca. 1 cm schmaleres Bündchen, wenn es zusammengeklappt ist, wie die Hosenbeinöffnung ist. Ihr könnt aber auch den Beinumfang mal 0,7 nehmen. Die offene Seite nähen wir auch hier wieder zusammen. Stülpen das Bündchen über das Hosenbein drüber und nähen auch hier einmal rundum zusammen. Hier setze ich allerdings keine Stoffklammern. Hier müssen wir nur minimal ziehen, da ich ja wirklich nur ein kleines bisschen weniger Bündchen genommen habe als die Breite des Hosenbeines. Dasselbe natürlich auch mit dem anderen Hosenbein. Und wenn ihr das gemacht habt, ist die Hose auch schon fertig. Wie ihr seht, ruckzuck und super einfach und ideal auch für Anfänger. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, dann lasst mir doch ein Abo da.